Guten Morgen zusammen. Es ist so ziemlich genau 4:15 morgens. Muss ich eigentlich nicht erwähnen, aber vorsichtshalber, weil es so dusend da ist und auch sehr diesig. Aber es ist noch relativ windstill und da ich hier im Norden dieses Jahr mit dem Wetter relativ viel Glück habe, bis auf diese einmal oder zweimal, ich weiß es gar nicht mehr, in Flensburg, wo ich dann meine Regenkleidung anziehen musste, bin ich hier sehr gut durchgekommen. Auch jetzt, die ganze Woche ist immer so 22 bis 26 Grad, es ist trocken. Es zog sich zwar immer mal wieder kurz zu, aber es kam nichts an schlechtem Wetter. Während die West- und Südhälfte dieses Jahr sehr verregnet ist, teilweise unwetterartig mit Überflutungen und. Da habe ich es dann hier ganz gut getroffen, weil ich ja auch wie letztes Jahr schon Allgäu wieder geplant hatte und das aber vor Start der Tour immer so wetterabhängig mache, in welche Richtung es dann wirklich geht. Und da die Prognose für den Norden wesentlich besser war als für den Süden, habe ich mich für den Norden entschieden, wo ich erst am Zweifeln war, weil auch hier sollte es sehr durchwachsen werden, aber halt nicht so schlimm wie im Süden. Aber letztendlich habe ich echt Glück gehabt, weil auch jetzt 20 Grad heute Morgen schon und das um 4:45, da kann ich ganz gut mit arbeiten. Deswegen werde ich jetzt mal so ein Stück Ostseeradweg fahren, grob erstmal Richtung Dahme und dann wie immer spontan entscheiden, was ich mir angucke, was ich filme. Ja, letztendlich, was ihr auch zu sehen bekommt. Also, wenn ihr mögt, bleibt gerne dran. Ich lege jetzt los. Also hier auf den Parkplätzen ist noch Totenstille. Die sind alle noch im Reich der Träume. So vereinzelt hier mal ein Hase am Wegesrand. Der ein oder andere mit seinem Hund unterwegs. Aber ansonsten einfach nur friedliche Stille. Hier in diesem Bereich habe ich auch schon so einige Nächte verbracht. Eine super schöne Ecke, wo man hier in wenigen Schritten direkt am Wasser ist. Und das nutzen so einige. Teilweise sogar mit Zelt. Andere da mit ihren Bullis oder Wohnmobilen, wie auch immer. Man darf sogar bis 2,8 Tonnen hier stehen. Also es ist jetzt nichts Naturschutzgebiet illegal oder sonst was. Schönes Eckchen. Hier, was ihr da seht, ist dieser Campingplatz Sonnenland mit FKK-Strand. Was ich persönlich immer sehr angenehm finde, wenn man nicht mit den nassen Klamotten nachher da liegt. Aber was ich eigentlich sagen wollte, dass der hier von der Lage, finde ich, mit der schönste Platz ist, den ich hier in der Ecke kenne. Ist vielleicht nicht der modernste, aber ich habe mir den schon mal genauer angeschaut. Es ist alles sauber, es funktioniert alles und wie gesagt, top Lage, meiner Meinung nach. Keine Werbung, nur meine persönliche Meinung. Und der Betreiber war sehr freundlich, wo ich fragte, ob ich mir den mal anschauen kann. Ist schon 2 Jahre wieder her, aber das müsst ihr letztendlich selber entscheiden, wenn ihr denn mal hier seid und überhaupt Interesse an sowas habt. Es ist richtig merkwürdig, dass hier noch niemand unterwegs ist. Das ist so ungewohnt, weil hier, das ist ja ein Teil des Ostseeküstenradwegs, eigentlich immer was los ist. Teilweise sogar so voll, dass man im Grunde im Fahrrad- und Fußgängerstau steht. Ist ein bisschen übertrieben, aber so ist es gerade doch irgendwie merkwürdig. Warum ich anhalte, ist, dass ich immer noch Ärger mit meinem linken Unterschenkel und Knie habe mittlerweile. Ich bin ja schon kräftig am Schmieren immer mit der einen oder anderen Salbe.
Und am Dehnen belastet auch wenig. Aber so zwischendurch ist das echt so ein fieser, stechender Schmerz. Da weiß ich gar nicht, wohin mit mir. Und deswegen muss ich jetzt mal kurz stehen bleiben und einen kleinen Moment dehnen. Hier ist auch wieder einer der Parkplätze, wo man sonst immer stehen konnte. Beziehungsweise auch jetzt noch stehen kann, wie ihr hier auch seht. Aber hier wurde so ein Wall angeschüttet und rechts und links Ein- und Ausfahrt kommt auch so Metallbügel hin, dass man nur bis 1,90 Meter durchfahren kann. Eigentlich schade. Ich sag mal, hier der Standard-Bulli passt da drunter her, aber der Sprinter kriegt definitiv Probleme, wenn die das jetzt zuziehen würden. Nur weil man ein höheres Auto hat, heißt das ja nicht automatisch, dass man hier irgendwas versaut. Das sind mal so Kleinigkeiten, wo ich mich ein bisschen drüber ärgere. Ist jetzt nicht dramatisch, aber das sind ja eigentlich solche Ecken, die so schön sind, wo man seine Ruhe hat, wie ihr seht. Und dann wird einem das im Grunde ja weggenommen. Und das nur, weil sich ein paar wenige nicht an irgendwelche Regeln halten, was Müll, Lagerfeuer oder Abwasser angeht. Ist immer schade, dass dann alle drunter leiden müssen. Aber so ist das nun mal, ne? Dort sieht man ein paar Schafe hier in der in diesem Schutzdeichbereich. Ist ja an Nordsee eher typisch, aber hier doch schon ein seltenes Bild. Aber die sind auch noch recht träge. Könnte an der Uhrzeit liegen. Die meisten sagen ja immer, der frühe Vogel kann mich mal. Ich glaube, der frühe Vogel sagt zu mir, du kannst mich mal. Zu meiner Linken sieht man mal schön, wie wenig Kühe hier auf dieser riesen Weidefläche sind. Ich denke mal, dass sie sich dort bestimmt wohlfühlen. Ist schon ein bisschen was anderes wie die Stallhaltung, die man so kennt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das schon mal gezeigt habe. Ich denke schon, aber hier ist Deutschlands größte Disc-Golf-Anlage. Das heißt, man hat hier solche Platten im Grunde, wo man steht und muss dann diese Frisbee-Scheibe dort in diesen Korb bekommen. Und das ist teilweise aufgrund des Windes hier schon mal wesentlich schwerer als unter normalen Umständen. Wobei selbst unter windstillen Umständen muss man das echt können. Und da hinten sehe ich ein Riesenrad. Kann das sein? Ja, jetzt bin ich hier in Kelnhusen und da steht wirklich ein Riesenrad. Was mir hier besonders gefallen hat, war die Seebrücke. Weil Kelnhusen an sich ist ja relativ klein und hat aber eine Seebrücke, die man eher in einem großen, weiß ich nicht, Ostseebad vermuten würde. Zeige ich euch gleich nochmal. Ja, hier ist wirklich so wie ein kleiner Vergnügungspark aufgebaut. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine dauerhafte Installation hier sein soll oder irgendwas Besonderes ist, aber es sieht so aus mit den ganzen Lampen und so, als wenn es erstmal ein bisschen länger bleiben sollte. Und hier der herrliche Blick auf diese Seebrücke. Gleich von der Seite sieht man das noch mal besser mit diesen schönen Bögen. Was ich irgendwie faszinierend finde. Ist nur eine Kleinigkeit, die da anders ist als bei den anderen, aber mir gefällt es sehr gut.
Und ansonsten braucht sich auch hier die Promenade definitiv nicht verstecken. Jetzt um die Uhrzeit kann man das auch mal menschenleer zeigen. Kommt ja auch selten vor. Von dieser Seite sieht man in der Seebrücke nochmal schön diese Bögen. Was mich irritiert, wie viel Zeug hier am Strand liegt. An Handtüchern, Luftmatratzen, Schuhen. Das ist schon so einiges, was man hier alles vergessen kann. Und auch hier wird morgens groß Reine gemacht. Auf den befestigten und auch unten auf den unbefestigten Wegen. Da wird auch der Strand gehakt, von Algen entfernt oder befreit. Wird sich schon viel gekümmert hier, muss man echt sagen. Hier ist wieder dieses Strandschlafen möglich. In diesen ja, etwas vergrößerten Strandkörben, nenne ich es mal. Stelle ich mir auch interessant vor. Nicht alleine, aber wenn man zu zweit wäre, fände ich das schon ganz toll, glaube ich. Ich fahre gerade mal kurz vom Strand weg, weil ich das hier gesehen habe. Das ist ja wohl mein Kinderparadies. Da müssen die Kinder sich nicht nur am Strand beschäftigen, sondern haben hier so ihren eigenen Abenteuerbereich. Natürlich auch mit Piratenschiff. Also der Ostwind frischt doch jetzt ein bisschen auf, aber da hinten am Horizont kann man schon so ein bisschen sehen, dass der Sonnenaufgang nicht mehr ganz weit ist. Beziehungsweise die Sonne ist eigentlich schon aufgegangen von der Zeit her. Aber es ist halt noch so diesig, dass sie nicht richtig durchkommt. Aber ich habe Hoffnung. So schön und friedlich, wie es auch wirkt. Aber manchmal ist es auch echt einsam hier. Auf jeden Fall geht es hier immer schön der Küste entlang. Hier mal ein bisschen felsiger. Und dann mal wieder Abschnitte, die richtig sandig sind. Und der Wind ist mittlerweile doch kräftig, muss ich sagen. Aber das heißt auch, durch den Ostwind habe ich auf dem Rückweg garantiert Rückenwind. Hat halt immer zwei Seiten, diese Medaille. Ist das nicht herrlich entlang dieser Holzpinne? Man sieht richtig, wie die nach unten hin sich verjüngen, wo das Wasser immer mehr ja, abnagt. Dann dazwischen die Möwen. Und der Blick da hinten auf diese Landzunge. Echt traumhaft schön. Selbst jetzt, wo so diesig ist. So sehr die Sonne auf der Seite auch kämpft gegen diesen Dunst, wenn man in die andere Richtung schaut, Richtung Lübecker Bucht, zieht es sich richtig zu. Ich hoffe, dass ich heute Morgen die Regensachen aus der Tasche gepackt habe, war kein Fehler. Aber zumindest ist es warm. Dann wird halt alles, was nicht nötig ist, ausgezogen und durch den Regen geradelt. Aber ich denke, das ist nur der Dunst. Das verzieht sich gleich. Hier ist der Friesenhof. Den habe ich so auch gar nicht mehr in Erinnerung. Ich glaube schon, dass hier auch einiges gemacht wurde. Ist natürlich toll, weil man von da aus direkt einen herrlichen Blick über die Ostsee hat. Ansonsten, wie ihr auch hier an diesem Tor seht, was sehr neu ist, mittlerweile überall Privatwege und Nutzung nur für Anwohner. Und auch hier wird überall kräftig gebaut. Direkt erste Reihe Strand.
auf der Seite schön das Leuchtturm-Wärterhaus mit dem dazugehörigen Leuchtturm von Dahme hier jetzt. Hier der Blick auf die Jugendherberge in Dahme, die natürlich von der Lage auch traumhaft ist. Ich frage mich immer wieder, wie die Leute es hinbekommen, hier in erster Reihe so Neubauten noch hinzusetzen. Ist das bautechnisch hier einfach so erlaubt? Wobei dieses hier in erster Reihe natürlich perfekt dahin passt, finde ich. Sonne und Meer. Ja, und hier ist eine Stelle, wo ich auch schon die ein oder andere Nacht verbracht habe. Und zwar, ach, da liegen jetzt Steine. Ja gut, kann man gar nicht mehr rein. Aber hier, wo der Fahrradständer ist, habe ich mich dann immer gerne rückwärts hingestellt. Und die Schiebetür hier Richtung Meer. Dann hat man hier im Grunde perfekt gestanden. Und dort in der Ecke ist eine Fahrradstation mit Luftpumpe und Werkzeug. Ist auch das erste Mal, dass ich das hier sehe. Tolle Idee. Ich werde jetzt mal vom Parkplatz aus hier runter Richtung Strandpromenade und mal schauen, was es da so Neues gibt. Das ist immer herrlich. Wasser ist sowas Schönes. Wobei ich auch zwischendurch Lust auf Wald und Berge habe. Ja, jetzt so gegen 7 sind doch schon, naja, ich sag mal, eine Handvoll Leute unterwegs. Aber fast alle mit Hund. Wahrscheinlich ein Muss. Und jetzt rolle ich mal eben hier über die Strandpromenade. Was natürlich zur Hauptzeit nicht erlaubt und auch nicht möglich wäre. Aber zu so früher Zeit sehe ich da kein Problem. Ach, ich glaube, hier war das mit der Seebrücke, wo die ganzen Landesfahnen hingen. Da schaue ich gleich auch nochmal. Und hier ist der berühmte Dahner Fischer, der mal aus einer 150 Jahre alten Eiche geschnitzt wurde. Und da hinten sieht man so ein bisschen die Sonne auf dem Wasser, wie sie sich spiegelt. So, bei der Seebrücke angekommen, ist hier dieser schöne kleine Brunnen. Aber was ich persönlich am schönsten fand, sind hier die einzelnen Flaggen. Hier nochmal so ein Schwenk an allen vorbei, weil man die sonst gar nicht drauf bekommt, wenn man hier zwischen den Häusern steht. Und weiter entlang der Strandpromenade. Auch hier, ähnlich wie in Grömitz, kann man so einige Meter, ja, so dies und das genießen, sich anschauen, bummeln, shoppen, wie auch immer. Aber auch hier ein Teil der Läden leer. Da wird wahrscheinlich Corona so ein bisschen mitgespielt haben, dass das viele nicht geschafft haben über den Zeitraum. Auch wenn es irgendwie staatliche Hilfen gab, aber ist wohl sehr schwierig. Auch hier die Strandanlage in Dahme, was hier zu dem, ja, Schwimmbad, Fitnessstudio, Wellnessbereich gehört. So wie ich das überblicken kann, mit den Volleyballplätzen, hier so Beach-Soccer-Platz. Und wird schon einiges geboten hier. Ja, mal von Travemünde bis Fehmarn hoch, die ganzen Orte hier an der Küste sind eigentlich recht schön. Der eine kleiner, der andere größer, aber
letztendlich alles schön. Und das ist auch gut, finde ich. Ein Schild. In die Richtung Gin Tonic, Hurricane, Hugo, Aperol Spritz, Mojito, Himbeer Mojito, Lillet, Wildberry. Je nachdem, was man möchte, kann man sich hier eine Richtung aussuchen. Gefällt mir. Hier vorne stand ein schönes Schild vorhin. Lieber sonnengebräunt als schwarz geärgert. Von so einem Strandkorbverleiher. Musste ich ein wenig schmunzeln. Hier in Dahme noch mal so ein Blick Richtung Seebrücke über den Strand entlang der Promenade mit seinen vielen Flaggen, was ich irgendwie schön finde. Auch hier, wo ich jetzt gerade stehe, weht so die ein oder andere. Und man schaut so schön über den Strand Richtung Dünen. Das hat schon alles was. Aber irgendwo muss ich jetzt auch weiterfahren. Und ich weiß gerade noch nicht wo. Ich habe mich mal Richtung Grömitz wieder auf den Weg gemacht. Bin auch so ein bisschen da jetzt durch Dahme und Kelnhusen durch den Ort geradelt. Also temperaturtechnisch 22 Grad stand da vorhin. Aber es klart nicht wirklich richtig auf. Aber schön ist es trotzdem. Wenn man es nicht genau wüsste, aufgrund der Bepflanzung, könnte man auch meinen, man ist hier eher so schon Richtung Südeuropa unterwegs. Was soll ich sagen? Es ist 8.21 Uhr und ich habe schon wieder Hunger. Ich bin jetzt ja, so 30 Kilometer ungefähr geradelt. Aber das Frühstück von kurz nach 4 heute Morgen hat nicht so wirklich angehalten. Muss ich gleich, glaube ich, noch mal kurz nachlegen. Ja, die sind auch noch am Frühstücken. Dann kann ich das gleich wohl auch noch mal. Gegen zweites Frühstück spricht ja selten was. Kennt ihr das auch? Hier sind gerade so viele Insekten unterwegs, dass man meint, es schmeißt einer durchgehend Sand hoch, der einem so ins Gesicht prasselt. Echt mehr als unangenehm. Und was mir noch auffällt, man hat hier immer so ein, ja, so leicht klebrige Hände, wenn man ein bisschen länger unterwegs ist. Ganz besonders hier an der Küste. Wird wahrscheinlich mit der Luft zusammenhängen, weil auch die Brille, man merkt, dass da auf den Gläsern nach ein paar Stunden immer so ein Film drauf ist. Mittlerweile bin ich wieder hier in Grömitz angekommen, beziehungsweise ganz knapp davor. Nee, das gehört schon zu Grömitz. Naja, auf jeden Fall hier beim Kaffee zur Düne, was auch von der Lage super schön ist. Dann werde ich die Tour jetzt hier beenden. Nochmal einen schönen Blick so über den Strand. Auch wenn es immer noch diesig ist, aber es ist angenehm. Ich werde mir jetzt, wie vorhin schon gesagt, mein zweites Frühstück gönnen, nachdem ich mir die Hände mal richtig gewaschen habe. Die kleben echt von der Luft hier. Und mich dann wieder mit meinem Klappstuhl da hinten hinsetzen, wo ich mehr oder weniger wieder absolute Ruhe habe. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Markus.